Aber man sieht auch, ein Elon Musk schafft es nicht immer. Ab und zu braucht er ein bisschen länger. Ich bin jetzt mal so ein bisschen, wir sind ja beide Deutsche, aber ich habe schon das Gefühl, Deutschland ist so ein bisschen auch das Land der Kritiker. Und dass irgendwie die Kritiker immer sehr, sehr viel Bühne bekommen, aber eigentlich die Leute, die was geschafft haben oder im Prinzip dann, wenn etwas funktioniert, dann ist es mehr so von, ja, es war ja eigentlich klar, dass es funktioniert. Also wünschst du dir vielleicht da manchmal eine andere Mentalität in Deutschland? Ja, ja, definitiv. Also ich persönlich empfinde das als sehr extrem, weil ich war die Hälfte meines Lebens im Ausland, war lange Zeit in den USA, in Australien. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich jetzt schon gemerkt, wow, das ist schon eine ganz andere Nummer. Also das ist, man merkt es nicht, wenn man im System quasi aufwächst und im System ist, aber irgendwann, wenn man da mal rauskommt und dann wieder zurückkommt, dann merkt man schon, das ist gigantisch, das ist eine andere Welt. Mhm. Ja, also der Optimismus, der fehlt uns definitiv. Dafür Land der Ingenieure und so. Ich würde jetzt mal, ich bin ja auch Ingenieur, sagen, wir beißen uns aber auch gut in Probleme fest und wir finden vielleicht auch wirklich die Nonplusultra-Lösung. Weiß ich nicht, wie würdest du das einschätzen? Ja, definitiv. Stimme ich dir voll und ganz zu. Nochmal, Automobilwelt ist das allerbeste Beispiel. Ich meine, das sind im Endeffekt wirklich verdammt gute Produkte für einen relativ geringen Preis. Das Allerschwierige ist aber, das Allerschwierigste ist, den Anschluss auf neue Sachen nicht zu verlieren. Mhm. Wenn ich irgendwie den Anschluss verliere und jetzt in der Raketentechnik quasi 10, 15 Jahre hinten dran bin, dann kann ich sowas nicht mehr aufholen. Mhm. Das ist genauso auch wie mit Handys. Ja. Wir bauen in Europa ja keine Smartphones. Der Anschluss, den haben wir einfach verloren. Mhm. Das kann man jetzt nicht mehr aufholen. Also diese Engineering Discipline, die wir hier haben in Deutschland, ist mega stark. Ja. Wir können besser als die Konkurrenz. Aber das geht nur, wenn wir den Anschluss nicht verlieren. Und wenn wir am Anfang ein paar Jahre den Anschluss verlieren, dann gibt es diese Szene hier einfach nicht. Mhm. Und das ist in vielen Bereichen bereits passiert. Wie würdest du das einschätzen, wenn du im Ausland warst? Ist es im Ausland bekannt, deutsche Ingenieure, dass die was können? Oder ist es so irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal? Dieses Bild verliert langsam. Ja. Das ist eher dieses Bild, deutsche Ingenieurskunst, ist ein Bild, das haben unsere Väter geprägt. Das ist deren Make. Das ist nicht unseres. Mhm. Ja, das nimmt ab. Mhm. Und jetzt, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Ja. Mhm. Dieses Bild ist in 10, 15 Jahren vielleicht nicht mehr das, was man im Ausland über uns denkt. Vielleicht ein optimistisches Thema. Nein, wie sieht es denn aus mit Timelines? Also ihr habt jetzt schon Triebwerke gebaut, 2 Stück, seid am Testen in Schweden. Was steht als nächstes an Tests an und wann sehen wir Raketen? Genau, also wir haben im Endeffekt jetzt einen Motor, der in Schweden schon die Tests durchmacht und wir gehen davon aus, dass wir Ende dieses Jahres mit diesem ganzen Qualifikationsprogramm des Motors fertig sind und dann können wir Ende dieses Jahres quasi sagen, okay, jetzt nur noch bauen. Und wenn wir dann die Investitionen bekommen, um nur noch zu bauen, dann ist es auch realistisch, dass man Ende 2022 fliegen kann. Das ist durchaus realistisch. Wie gesagt, ich war mal ein paar Jahre bei Rocket Lab, da hat das ganze Programm so ungefähr 4 Jahre gedauert und es ist realistisch, man kann es machen. Natürlich braucht man die Investitionen, wenn die Investitionen nicht so schnell kommen, dann dauert es ein bisschen länger, aber unser optimistisches Szenario, und es ist nicht irgendwie, es ist nicht fake, es ist nicht übertrieben, es ist möglich, das in 2022 hinzubekommen. Ibrahim hatte eben schon gemeint, von wegen, ja, ihr habt noch zu tun mit dem Micro-Launcher-Wettbewerb, da ist jetzt richtig die heiße Phase, oder? Wo steht ihr da und wo geht's hin? Genau, also in diesem Wettbewerb geben wir jetzt heute die Dokumente ab und es ist natürlich schon ein harter Wettbewerb. Wenn man sich die Kriterien anschaut, da geht es natürlich auch um viel Finanzielles, also ja, hat man Investitionen gewonnen etc. Wir sind technisch sehr stark, wir haben einen extremen Fortschritt erzielt mit den Investitionen oder mit dem Geld, das wir bisher ausgegeben haben. Und da ist schon klar offensichtlich, dass wir hier viele unfair advantages haben. Ob wir gewinnen, das wissen wir nicht, Stand heute. Ja. Vielleicht gewinnt ein anderer, aber nur diese Competition wird nicht die Zukunft der Rocket Factory bestimmen. Hat es euch trotzdem was gebracht oder war das mehr so von wegen, ja, das nehmen wir halt mit oder so? Also hat man da schon irgendwie vielleicht was gelernt bei oder war es gut, dass ihr das gemacht habt oder war es im Endeffekt mehr Arbeit? Nee, ich fand es mega cool. Ich finde solche Initiativen genau das Richtige. Man muss in dem Markt Konkurrenz schaffen, sonst erfinden sich die Firmen nicht neu. Ja, ich muss quasi
ich habe den Anspruch für mich, ich möchte nicht unbedingt jeden Tag schlafen können. Ja, es muss Probleme geben, wo ich nicht schlafen kann und ich überlege mir 8 Stunden lang, wie kann man das lösen. Das ist genau das Element, das ich brauche, um wettbewerbsfähiger zu werden. Das heißt, so eine Competition ist genau das Richtige. Wenn man ehrlich ist, und das ist zumindest meine Philosophie, wenn man irgendwas anschieben möchte mit Steuergeldern, dann muss man das mit so einer kompetitiven Art von Programm machen und ich finde, das ist genau das Richtige. Vielleicht abschließend, es gibt ja super geile YouTube-Kanäle, die sich mit Raumfahrt beschäftigen im englischsprachigen Raum, also Scott Manley zum Beispiel, Everyday Astronaut, Tim Dodd, Felix Schlang von What About It, riesengroße Kanäle auch. Gibt es da vielleicht, hast du da einen Favorit, was ist so dein YouTube-Kanal? Oder ja, also ich schaue Sandcast Start. Wow. Yay, richtige Antwort, cool. Ja, ich bin total baff. Vielen, vielen Dank, dass du trotzdem des Wettbewerbs, also dass du heute abgeben musst, dir so viel Zeit genommen hast, die meine Fragen zu beantworten oder auch vor allem die Fragen der Community. Das war total spannend. Ich habe viel Neues gelernt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr ein geiles Konzept habt und dass ihr wisst, was ihr tut und wo es hingeht und dass ihr damit auch ordentlich was reißen könnt. Und das ist total spannend, wenn ich hier durch die Gegend laufe. Ich habe mich hier wirklich frei rumlaufen lassen und so und das Leuchten bei den Ingenieuren zu sehen und so. Und also, dass ihr Biss habt, dass ihr Bock habt und hier was reißen wollt. Und ja, das ist schon alles sehr beeindruckend. Und ich wünsche euch, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das alles klappt und so. Und ja, hoffe, ihr ladet mich wieder ein. Ja, super, werden wir auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mega. Wir haben dir viele Details gezeigt. Ja, danke, dass du gekommen bist und du kommst bestimmt mal wieder. Ja, cool. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Wir machen gleich noch eine Fabrikführung und dann gucken wir uns ein bisschen an, wie hier Raketen auch gebaut werden und was hier aktuell der Stand ist und wo es hingeht und wie so eine RFR-Run aussieht. Ansonsten sehen wir uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mom.